Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum ersten Teil des Working Equitation Kurses. Wir waren, wie ich euch schon gesagt habe, auf dem Working Equitation Kurs. Das war natürlich noch vor der Corona-Sache, also ein paar Tage bevor alles heruntergefahren wurde, hatten wir noch Glück, dass der Kurs noch stattfinden konnte. Jetzt seht ihr, was wir da gelernt haben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, ich werde den Kurs jetzt kommentieren, weil es relativ viele Hintergrundgeräusche gibt und der Originalton sehr, sehr leise ist. Und ihr sollt ja auch so ein bisschen mitbekommen, was Andrea zu uns gesagt hat. Ja, begonnen haben wir mit einer Seitwärtsstange. Hier sind wir schon auf der guten Seite, also Bonita weiß, was man von ihr will. Ich muss nur schauen, dass ich sie etwas mehr abstelle und dass sie um einiges flüssiger läuft, um eine noch bessere Note zu erlangen. Diese Seite war jetzt etwas flüssiger, allerdings hat sie jetzt vom linken Schenkel weg recht wenig Abstellung. Das heißt, sie steht um einiges flacher zu der Stange. Je steiler sie natürlich zu der Stange ist, desto mehr Platz ist zwischen Vorderfüßen und Hinterfüßen. Und ich muss gucken, dass einfach linke Hand und rechte Hand gleiche Abstellung und gleichmäßig flüssig sind. Also, dass sie linksrum und rechtsrum gleichmäßig geht. Ja, jetzt hat sie gerade etwas umgebaut. Das sind nun zwei Stangen hintereinander. Ja, das Besondere hieran ist, dass man eben startet auf einer Seite. Also Bonita schaut jetzt zu der anderen Stange hin. Das bedeutet, wir gehen erst vom linken Schenkel weg. Wichtig ist auch, dass sie vorne und hinten überkreuzt. Dann reiten wir ein paar Schritte nach vorne. Und lassen dann eben über der Stange den rechten Schenkel weichen. Also so haben wir praktisch in einer Übung beide Hände. Man sieht auch wieder recht gut, dass vom rechten Schenkel weg es ihr um einiges schwerer fällt und sie um einiges stockender geht. Ja, das Seitwärtshindernis kann auf dem Turnier auch als rechter Winkel aufgebaut sein. Das schauen wir uns jetzt hier an. Es ist so, dass Andrea das nicht direkt im rechten Winkel aufbaut, sondern erst irgendwie etwas flacher, dass es dem Pferd und auch dem Reiter für den Einstieg etwas einfacher fällt. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Hier haben wir eben geübt, um die Ecke zu kommen, in Anführungsstrichen. Da ist es wichtig, dass ihr die Vorhand und die Hinterhand von eurem Pferd unabhängig schneller und langsamer machen könnt. Das würde ich auch erstmal dann ohne Stange üben, dass es dann eben in der Stange relativ gut klappt. In den niedrigeren Klassen, so wie wir das jetzt hier geübt haben, ist das Pferd noch gegen die Bewegungsrichtung gestellt. In den höheren Klassen ist es dann geritten wie eine Art Traversale. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Es kann natürlich auch sein, dass die Hinterhand schneller ums Eck geführt werden muss, wie die Vorhand, also dass man das gerade anders herum reitet. Man sollte das immer etwas differieren in der Übung, einfach dass man die Vorhand und die Hinterhand separat kontrollieren muss. Ich muss schauen, dass die Stange gleichmäßig auf Höhe von meinem Absatz bleibt, dann ist sie nämlich genau in der Mitte zwischen Vorderfüßen und Hinterfüßen. Ja, dann haben wir hier jetzt ein paar Trockenübungen gemacht zu dem Thema, das ich gerade angesprochen habe. Vorhand- und Hinterhandkontrolle. Ich sollte jetzt eben immer die Vorhand 2 bis 3 Schritte rüber bewegen, dann stoppen, die Hinterhand wieder separat 2 bis 3 Schritte bewegen, dann wieder stoppen, vorwärts, rückwärts, einfach
vorher überlegen, was will ich machen und dann wirklich korrektes Reiten. Das bedeutet, nach 2 Schritten steht mein Pferd dann auch wieder und macht nicht noch einen dritten. Und ja, das hat so semi gut geklappt, weil wir das vorher ehrlich gesagt auch noch nicht so geübt haben. Wir haben zwar schon Vorhand- und Hinterhandkontrolle geübt. Das, ich kann euch das auch oben kurz verlinken, zum Beispiel in dem Video, wo es über den Takt geht. Aber so, dass wir wirklich gezählt haben mit 2 Schritten links, 2 Schritte rechts, 2 Schritte vorne, 2 Schritte hinten und so weiter. Ja, das war dann nochmal eine Steigerung an Herausforderungen. Aber das ist eben eine Übung, die für den Trail sehr wichtig ist und sehr von Bedeutung ist, dass man einfach das Pferd im Hindernis unter Kontrolle hat. Hier jetzt noch ein kleiner Tipp, um das zu üben mit dem Einfädeln in die Seitwärtsstange. Ist einfach nur ein Hütchen in die Bahn zu stellen und dann eben immer wieder seitwärts einzufädeln. Ja, jetzt geht es etwas schneller weiter. Ich sollte hier jetzt mal zeigen, eben ein bisschen Trab und dann später auch Galopp. Einfach dressurmäßig, dass sie sich so ein bisschen ein Bild machen kann, wo wir stehen. Das lasse ich jetzt einfach unkommentiert. Ja, im Trab sollte ich jetzt auch den Slalom über die Diagonale mitnehmen. Da war beim ersten Mal das Problem, dass ich ein bisschen zu nahe an den Hütchen war, keine richtige Bögen geritten bin. Das sollte ich dann auch nachher gleich wiederholen. Wichtig ist hier auch, dass man genau die Mitte zwischen den Hütchen trifft und genau auf diesem Punkt eben auch das Pferd umstellt und in die neue Richtung biegt. Und das hört sich jetzt relativ einfach an, ist aber nicht ganz ohne. Probiert es doch einfach auch selber mal aus. Ja, beim zweiten Mal sollte ich etwas größere Bögen reiten. Da war jetzt das Thema, dass es etwas zu groß war. Ich sollte so ein bisschen Mittelweg zwischen ja, Bogen 1 und Bogen 2 wählen. Ja, das haben wir dann jetzt auch gleich nochmal gemacht. Ich habe mich jetzt bemüht, die Bögen alle gleich groß zu reiten und vor allem in der Mitte anzukommen und genau in der Mitte eben dann Bonita gerade zu haben, um sie dann wieder in die neue Richtung zu stellen und zu biegen. Ja, dann wollte sie eben noch den Galopp sehen, der ja später, sag ich mal, die Hauptgangart ist im Trail oder in der Working Equitation. Hier haben wir dann gleich Galopp-Schrittübergang eingebaut, weil ich zu ihr am Anfang gesagt habe, ich will so ein bisschen schauen oder sie soll so ein bisschen einschätzen, ob wir mal aufs Turnier fahren können und dann in welcher Klasse wir aktuell starten sollten oder könnten. Da wollte sie jetzt eben abschätzen, ob wir in der Klasse A, wo dann wirklich der Übergang Galopp-Schritt noch über Trab sein darf, oder eben schon in der Klasse L, wo dann wirklich nichts mehr von Trab zu sehen ist. Jetzt haben wir die Hand gewechselt, da wollte sie jetzt auch noch Galopp sehen. Ich sollte aber nicht aus dem Trab angaloppieren, sondern eben jetzt direkt aus dem Schritt. Hier erklärt sie gerade, dass es eben fürs Pferd einfacher ist, wenn man vom Galopp in den Schritt
durchparieren will, dass man einen etwas engeren Bogen wählt, dass das Pferd eben schon etwas mehr Last dann auf der Hinterhand hat und sich leichter tut, eben auf dem engeren Bogen dann wirklich zum Schritt durchzuparieren. Ja, das nächste Hindernis, das wir uns anschauen, sind die 2 Tonnen, wo es darum geht, eben jetzt erstmal im Trab gleichmäßige Volten drumherum zu reiten. Es beginnt anscheinend immer mit der rechten Tonne und dann geht es zur linken Tonne. Wichtig ist auch eben rechts den gleich großen Kreis wie links zu reiten, also dass es einfach symmetrisch ist und dann eben auch wieder genau in der Mitte zwischen den 2 Tonnen anzukommen, wie beim Slalom gerade auch, in der Mitte dann direkt gerade stellen und dann eben links stellen und biegen. Ja, dann versuchen wir das Ganze jetzt im Galopp. Da beginnt es eben auch mit der rechten Tonne, deswegen galoppieren wir hier jetzt direkt auf der rechten Hand an. Sie galoppiert relativ gesetzt, das ist schon mal gut. Ich habe die Mitte auch jetzt einigermaßen getroffen. Da war es nicht ganz so einfach, gleichmäßigen Kreis zu reiten und intakt zu erhalten, weil sie einfach jetzt noch nicht die Kraft hat, sich dann auch wirklich zu setzen und hinten so viel Kraft aufzunehmen. Hier war es nicht unbedingt nötig, dann nochmal den Wechsel nach rechts zu reiten. Man könnte auch einfach links weiter rausreiten. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht und ich dachte mir auf jeden Fall, dass es gleichmäßig ist. Mache jetzt auch noch den Wechsel von links nach rechts. Ja, dann geht es jetzt weiter mit diesem Hindernis, den Becher umzusetzen. Der Übergang davor war jetzt nicht gut, sage ich jetzt einfach mal. Aber hier jetzt im Hindernis steht sie sehr, sehr gut. Sie steht geschlossen. Darauf wird anscheinend auch geachtet. Und vor allem bleibt sie in Anlehnung. Auch darauf würden die Richter anscheinend auf dem Turnier achten. Das hat sie also sehr gut gemacht. Dann geht es eben danach direkt weiter. Es wird aus dem Hindernis im ruhigen Schritt ausgeritten und dann wird gleich wieder weiter galoppiert. Ja, genau, jetzt geht es über die Brücke. Der Übergang war gut. Einfach auch aufgrund dessen eine enge Wendung vorm Übergang zwingt das Pferd schon Last auf der Hinterhand aufzunehmen und das tut sich dann mit dem Übergang in den Schritt auch um einiges leichter. Ja, hier haben wir jetzt dann wieder die Seitwärtsstange mit aufgenommen. Wir haben jetzt so ein bisschen Parcours-Training gemacht, eben immer zwischen den Hindernissen den Galopp geritten. Dann kommen wir jetzt noch zum Tor. Das ist ein Seiltor, also als Seiltor aufgebaut, keine starre Variante. Die starre Variante haben wir uns erst am 2. Tag angeschaut. Das seht ihr dann eben im nächsten Video. Wir haben uns jetzt da langsam rangetastet, aber auch das haben wir bei uns zu Hause eben schon im Training des Öfteren gemacht. Ich verlinke euch da dann nochmal das Video oben, da könnt ihr anschauen.
das macht sie eigentlich recht super. Sie lässt sich da auch gut kontrollieren. Das war am Anfang, als wir das Tor begonnen haben, immer noch ein bisschen ein Problem, dass sie eben sich einhändig, weil das Tor ja immer einhändig geritten werden muss, dass sie sich da noch schwer tut mit Vorhand- und Hinterhandkontrolle. Aber das hat sie jetzt auf jeden Fall verstanden. Und beim Tor ist auch wichtig, da muss ich drauf achten, dass sie eben in der Anlehnung bleibt und auch geschlossen steht. Jetzt geht es weiter mit der Garrotscha. Also das haben wir daheim jetzt noch nicht so oft geübt. Deswegen guckt sie da auch gleich am Anfang etwas blöd, was die Stange da jetzt soll. Aber ja, sie kriegt sich ja schnell wieder ein. Dann sind wir da einfach ein bisschen rumgetrabt. Einfach, dass ich weiß, wie muss ich die Garrotscha aufnehmen, wie sind die Griffe, die Griffabfolge und wie stelle ich sie wieder ab. Probiert es doch auch selber mal aus. Das ist irgendwie, also sieht einfacher, finde ich, aus, als es wirklich ist, weil das Problem war immer, ich war dann natürlich nach rechts fixiert, die Garrotscha mit der rechten Hand aufzunehmen, und dann trifft das Pferd halt auch nach rechts, wenn man sich so ein bisschen dann gegebenenfalls auch rechts eben aus dem Sattel lehnt, das Gewicht dann rechts hat, und dann trifft eben das Pferd auch nach rechts. Deswegen sollte ich eben mich beim zweiten Mal darauf konzentrieren, geradeaus zu schauen und auch geradeaus zu reiten. Da war ich dann etwas spät dran mit dem Aufnehmen. Jetzt beim Absetzen wollte ich mich dann da nochmal genauer drauf konzentrieren und auch ein bisschen einen besseren Weg reiten. Also schon gerade sozusagen zwischen den zwei Tonnen anreiten. Ja, da war ich jetzt auch wieder ein bisschen spät dran, weil ich mich nach vorne konzentriert habe, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr so nach rechts gedriftet. Und ja, das ist jetzt einfach auch Übungssache. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch auf den nächsten Teil, der dann nächste Woche online kommt. Bis dann!